Am 21. Januar wird er 85 Jahre alt und ganz ehrlich, man mag es kaum glauben, wenn man ihn sieht. Letztes Jahr hat er Döblins Berlin-Alexanderplatz hier bei uns gelesen und den Wunsch geäußert, das Brot des Bäckers einmal wieder auf der großen Kinoleinwand sehen zu dürfen. Und diesen Wunsch möchten wir Ihnen natürlich, Herr Lambrecht, nicht verwehren und erfüllen, und zwar uns allen. Verbunden mit einer kleinen Überraschung. Anders als im Programmheft angekündigt, dort steht eine 16 mm-Kopie, die, na, sagen wir mal vorsichtig, einen überschaubaren Befund hatte von der Qualität her, haben wir jetzt eine tatsächlich nagelneue digitalisierte Fassung dieses Films auftreiben können. Mit einer Brillanz, die wahrscheinlich mit der Originalkopie, dem Originalnegativ, zu vergleichen sein dürfte. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich nämlich Transitfilm und dem Arri Filmverleih in München danken, die uns tatkräftig unterstützt haben und den Film zur Verfügung gestellt haben. Das ist schon mal ein Applaus wert an dieser Stelle. Dankeschön. Ja, Günter Lambrecht vorzustellen, das hat er bestimmt schon 100 Mal, 1000 Mal gehört. Ich versuche es mal zunächst mit einer Statistik seiner Kämpfe als Boxer damit anzufangen. 22 Kämpfe, alle gewonnen, habe ich gelesen. Wie viele durch K.O. ließ sich leider nicht ganz nachvollziehen, aber ja, beeindruckend. An weit über 100 Filmen hat er mitgewirkt. Auch alles Siege, könnte man urteilen. Denn seine Rollen hat er immer mit Bedacht ausgewählt. Günter Lambrecht ist das, was man ein Urgestein nennt, ein kraftvoller, überlebensgroßer Darsteller, der im Alleingang die Tradition von Paul Wegener, Emil Jannings und Heinrich George fortgeführt hat. Letzteren übertraf er gar im direkten Vergleich, um in der Boxsprache wieder zu bleiben. Lambrechts Franz Bieberkopf muss in Fassbinders Berlin-Alexanderplatz seine Kraft eben nicht stets unter Beweis stellen, was Heinrich George noch tut. Lambrecht spielt diesen voller Energie und zugleich diszipliniert, kraftvoll und zugleich empfindsam, geschlagen und doch unverwüstlich. Und wieder zurück in der Boxsprache, er ist eher der Typ für den technischen K.O. Die New York Times adelte ihn mit dem Satz, an dem sich Stars von heute messen lassen müssen. Mr. Lambrecht hat Maßstäbe gesetzt, nach denen sich Hollywood richten müsste. Er hat viele Verlierer gespielt, zerrissene, an der Gesellschaft zerbrochene Typen, die sich wehren und dann doch scheitern. Er ist davon überzeugt, dass ein Schauspieler eine soziale Verpflichtung hat, weil er auf soziale Missstände aufmerksam machen und Menschen aufrütteln kann. In Zeitungsartikeln, die sich seit Jahrzehnten gegenseitig zitieren, ich habe da ein bisschen recherchiert, wird Günter Lambrecht häufig als Rabauke mit zarter Seele bezeichnet. Und ja, genau das ist seine Stärke in seinen Rollen. Das brachte er immer mit und er musste eben nicht ein distanziertes Als-ob spielen. Günter Lambrecht war immer seine Rolle. Er lebte diese mit voller Intensität, ganz ähnlich dem Method Acting, doch ohne je die Schule Lee Strasbergs besucht zu haben. Denn gelernt hat er an der Schauspielschule Max Reinhardt bei Else Bongers, die auch Hildegard Knef, Götz George und Ulrich Matthes unterrichtete. Die Schule für die Rollen seines Lebens war aber immer das wahre Leben, das Milieu. In diesem Milieu lebte und arbeitete Günter Lambrecht wochenlang. Für den Film, den wir gleich sehen werden, gibt es eine besondere Geschichte, die wird er uns auch gleich zum Besten geben. Manchmal sicher auch fast bis zum persönlichen Verderben, denn wenn man an die Darstellung des delirischen Trinkers in Rückfälle denkt, von Peter Beauvais, da leidet man richtig mit. Und ja, ich glaube, wenn man das wirklich lebt, das nimmt einen auch selbst mit. Aber auch da werden wir nachher drüber reden können. Die Zeit, um wieder auf den Film Das Brot des Bäckers zurückzukommen, schrieb über seine Darstellung des Bäckermeisters Baum, den wir gleich sehen werden. Eigensinnig stellt er sich dem Niedergang seines Handwerks entgegen. Schnörkellos, ehrlich, direkt. Er hatte nichts Glattes, Aufgesetztes, Routiniertes. Und er hatte Ausstrahlung. Die Ausstrahlung desjenigen, der sich den Teufel um seine Ausstrahlung schert. Er war einfach da und wirkte. Für seine Darstellung wurde er vielfach preisgekrönt und auch für Das Brot des Bäckers gewann er mehrere Preise, beziehungsweise der Film. 1978 den Ernst-Lubitsch-Preis bis hin zum großen Preis der Fachzeitschrift Backjournal. Doch kein Preis kommt an das heran, was Günter Lambrecht für uns Cineasten heute bedeutet. Er ist für den deutschen Tonfilm, was Emil Jannings für den deutschen Stummfilm war. Mit seinem Vorbild Jean Gabin ist er mehr als ebenbürtig, wie schon die italienische Zeitung Corriere della Sera feststellte. Ich zitiere: Seine moderne Darstellungsweise, die Gabin mit rüden oder heiteren Akzenten versehen hätte, während Lambrecht sie immer geschliffen hält, wirkt wie ein rotierendes Prisma. Und er selbst formuliert es in einem Interview etwas geerdeter, wie es seine Art ist.
Nämlich er sagte, wo Gabay nur zwinkerte, da zahlt der Lamprecht in bar. Bitte begrüßen Sie Günther Lamprecht. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Guten Abend, danke schön, vielen Dank, danke. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, da bleibt gar nichts mehr zu sagen. Er hat ja alles erzählt. Also ich freue mich erstmal, dass ich hier bin und dass das tatsächlich jetzt in die Tat umgesetzt wurde, dass ich mir meinen Film Das Brot des Bäckers gewünscht habe und nun ist er da. Und ich bin sehr, sehr neugierig. Ich habe versucht, zu Hause in einer alten Videokassette das einzuspielen, aber das war so verschwommen. Aber nun werden wir ja gleich was Tolles erleben. Ich habe mal versucht, mein Leben aufzuschreiben hier in einem Buch. Und da kommt natürlich Brot des Bäckers auch vor. Und da finde ich, dann sollte man das auch mal lesen. Gleich mal. Das kann man als Einleitung nehmen vielleicht hier und... Also ich habe immer wieder das Glück, für besondere Autoren zu arbeiten. Wie zuletzt noch für Stefan Andres, Wir sind Utopia, Dieter Wellershoff, Die Schattengrenze oder Leonie Ossowski, Die große Flatter. Geschichten, für die es sich lohnt, Schauspieler zu sein. Es entstehen Fernsehfilme, die wachrütteln, aufmerksam machen, die nicht nur der Unterhaltung dienen, es sind Filme, wo sich der Schauspieler nicht schämen muss, dabei zu sein. Verantwortung übernehmen mit dem Beruf, das hat meine Schauspielerin Else Bongers immer wieder gesagt. Und in diesem Sinne kann ich jetzt dank der großartigen Bücher arbeiten. Was für eine zerstörerische Wirkung von den Supermärkten auf das Handwerk ausgeht, das ist... Erwin Keuschs Thema, sein Anliegen mit dem Film Das Brot des Bäckers. Ein Glück ist es, gerade den Bäcker in Heinrich Bölls Haus ohne Hüter gespielt zu haben. Denn die Fantasie der meisten Redakteure und Besetzungsleute in den Sendeanstalten ist begrenzt. Einmal Mörder, immer Mörder. In diesem Fall ein Glück. Einmal Bäcker, wieder Bäcker. Erwin Keusch ist Autor und Regisseur dieser Geschichte, in der ich die zentrale Rolle dem Bäckermeister Baum spiele, der mit seinem gut eingesessenen Handwerksbetrieb in einer deutschen Kleinstadt durch die Konkurrenz eines neu eröffneten und die ihm aufgedrängte Modernisierung seiner Backstuben in den wirtschaftlichen Ruin drängt. Seine Wut entlädt sich in einem nächtlichen Amoklauf, bei dem er den Supermarkt restlos demoliert. Verzweifelt wehrt sich Baum gegen den Untergang, der nicht nur der seine ist. Es wird ein erfolgreicher Kinofilm, entstanden in liebevoller Kleinarbeit mit vollem Einsatz aller Beteiligten. Da klingelt dann wirklich morgens um 3 Uhr der Wecker im Hotel. Ab geht es in die Backstube. Wir drei Schauspieler, die Bäcker verkörpern sollen, empfinden es als selbstverständlich, uns schon Wochen vor Drehbeginn einige Fertigkeiten der echten Handwerker anzueignen. Es gibt später Handgriffe in Großaufnahme zu sehen, die überzeugend drüber kommen und unser Leben in der Backstube authentisch machen. Es ist eine erfüllte Arbeit, ist es, auf die wir stolz sein können. Es gibt dafür den Lubitsch-Preis, den sich der Produzent am liebsten alleine einverleiben möchte. Meine Agentur musste ich nach dem Film verlassen. Die hatte mich weit unter Wert verkauft, um noch 2 weitere Schauspieler mit kleineren Rollen unterzubringen. Auch, dass mir eine Kinogage zugestanden hätte, erfahre ich nach Drehende vom Produktionsleiter. Ich war bei einer Agentur gelandet, die nach dem Prinzip im Dutzend Billard wie auf einem Wochenmarkt verfährt. Wieder stelle ich fest, dass es gar nicht so leicht ist, mit dem sich verbessern wollen. Nach der Premiere
In einem Kino in der Leopoldstraße in München gratuliert mir ein Bäckermeister mit den Worten: Wenn ich nicht gewusst hätte, dass Sie Schauspieler sind, ich hätte geglaubt, da arbeitet ein Kollege von mir. Er fügt lachend hinzu: Wollen Sie nicht bei mir anfangen? Ja, warum nicht, antworte ich. Sie haben einen wunderbaren Beruf. So, das war die Einleitung, was ich mal aufgeschrieben habe. Heißt das jetzt Film ab oder sind da noch Fragen irgendwie oder machen wir hinterher? Okay, danke schön. Na, dann Film ab. Genau, nach dem Film führen wir nochmal ein Gespräch. Danke. Ja, dann nochmal bitte Applaus, Günter Lamprecht. Ja, nehmen Sie Platz. Das ist jetzt tatsächlich 40 Jahre her, dass dieser Film gedreht worden ist. Haben ihn lange nicht gesehen. Wie hat er auf Sie gewirkt heute? Ja, das ist eine unheimliche Zeitgeschichte, ne? Hab ich sehr beeindruckt eigentlich, die Geschichte, ne? Ja. Und unglaublich aktuell und modern wirkt der Film. Ach, sowieso. Das habe ich mir gedacht. Woran haben Sie das festgemacht? Wo war es für Sie modern? Naja, also ich meine, wie meinen Sie das? Das verstehe ich nicht ganz. Naja, es gibt ja verschiedene Punkte, woran man das festmachen kann, weil viele Filme, die ja gerade in dieser Arbeiterfilmzeit gemacht wurden, die wirken heute wirklich wie ein Zeitdokument, das aber angestaubt ist. Und das tut dieser Film nicht. Der hat vielleicht auch durch die Musik zum Beispiel und die Dialoge, die ja wirklich sehr, sehr bodenständig auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr humorvoll sind. Es ist ein richtiger junger Film, finde ich, also in der heutigen Zeit. Und sich das so anschaut da oben, ja, ich war sehr beeindruckt. Ich hatte viel Spaß daran, das wieder zu erkennen. Und natürlich passieren dann dauernd immer so Erinnerungen, was beim Drehen alles passiert ist, mit wem und was und so. Das ist schon aufregend gewesen für mich. Ich habe das nur auch wirklich nicht gesehen, jetzt 30, 35 Jahre nicht, ja. Wie war das denn mit diesem jungen Bernd Tauber? Sie kennen ihn vielleicht, dann später hat er in der Lindenstraße gespielt, in Benno, Ende der 80er. Hier für die Rolle des Werner hat er den Deutschen Filmpreis dann auch als Darsteller bekommen. Ja? Ja. Wie war die Zusammenarbeit? Weil das sind ja so kraftstrotzende junge Kerle da und Sie als Bäckermeister machen da einer gegen drei. Das war ein wunderbares Team und das war einfach eine gute Ensembleleistung. Weil wir alle die Idee hatten, das muss was werden. Und wir haben uns alle eingesetzt, vollkommen eingesetzt für die ganze Geschichte. Sie haben von Ereignissen gesprochen, die Ihnen in den Sinn kommen, wenn Sie das sehen. Jetzt haben Sie da einen wunderbaren Ort gehabt. Das ist Hersbruck in Mittelfranken, kleines Dorf. Und da haben Sie mehrere Wochen dann gedreht. Das hat ja sicher auch den Ort so ein bisschen auf den Kopf gestellt, nehme ich an. Naja, wir waren in Hersbruck, war das. In Hersbruck haben wir dann gedreht. Na, da gibt es eine ganze Menge Geschichten, aber dann, ich mache mal einen kleinen Sprung, was mir einfiel bei der ganzen Sache. Irgendwann habe ich dann die Ehe der Maria Braun, da hatte ich eine relativ große Rolle, mittlere Rolle. Und das haben wir in Coburg gedreht und mit Fassbinder. Und irgendwann nach einer Nachtaufnahme, das war so in der Faschingszeit, nach einer Nachtaufnahme, die um 1 Uhr nachts war das beendet mit den Aufnahmen beim Rainer Werner Fassbinder. Ich war abgedreht und war auf dem Weg nach Hause zu mir in mein Hotel in Coburg. In der Nacht, Faschingszeit. Da lief ich nach Hause Richtung Hotel und auf einmal standen da so 3 oder 4 sehr betrunkene Menschen auf der Straße und 2 von diesen Männern erkannten mich und schleppten mich sofort in diesen Saal rein. Und das war
das Faschingsfest von der Bäckerinnung. Ja, dann kam ich rein, also ich hatte noch den Fassbinder im Kopf und meine Rolle und ich wurde also von diesen Leuten dann überwältigt. Und es war fürchterlich, ein fürchterliches Besäufnis. Bis morgens haben die mich dann zum Oberbäckermeister erklärt und hatten mein Auto vollgestopft mit Backwaren. Ich hatte den Wagen voll. Das erinnerte mich dann so an. Sowas war damals auch noch möglich und macht auch viel Spaß. Das fiel mir vorhin ein bei den Backwaren. Nein, nein, also das mit der Arbeit, diese schauspielerische Arbeit, die da stattgefunden hat, die war einmalig, weil wirklich jeder an die Sache geglaubt hat, dass wir da was machen. Und wir haben uns auch eingesetzt. Wie gesagt, wir haben 3 Wochen vor Drehbeginn haben wir in der Backstube jeden Morgen mitgearbeitet, bis wir das in Fleisch und Blut hatten, die ganze Geschichte, und waren auch dann sehr stolz drauf. Ich weiß gar nicht mehr richtig, was aus den ganzen Kollegen geworden ist. Jetzt, ich weiß gar nicht, wo die alle stecken und wer da davon noch lebt und so. Aber das war nur eine kleine Geschichte am Rande. Ja, es leben noch einige. Und vor allen Dingen der Regisseur Erwin Keusch, ein Schweizer. Das war sein Debütfilm, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Der kommt aus der Schweiz, daher auch die Bürli wahrscheinlich. Und ja, der hat dann Fernsehen gemacht vor allen Dingen. Der hat vor kurzem noch Aktenzeichen XY dann die Regie geführt. Ach so, ja? Ja, ja. Also, das weiß ich gar nicht. Nee, also ganz interessant, wer da so alles mitgewirkt hat, vor allen Dingen, die Kamera möchte ich auch noch kurz sprechen, Lohmann, bevor wir die Inhalte. Dietrich Lohmann bei Fassbinder auch schon mitgedreht. Ja, ja. Ganz wunderbares Bild natürlich gemacht. Die toll in Szene gesetzte Bäckerei. Allein so ein Drehort ist doch ein Geschenk für einen Schauspieler, oder? Wie hatte man die gefunden? Stand die leer? Oder, Ich weiß nur, dass es nachher da war. Was denn zum Üben oder was? Die Bäckerei da oben, die war zum Teil in München gedreht, auch nicht nur in Herzbruck, in München. Okay. Und zwar in der Nähe von dem Zoo. Das ist nicht welcher Bezirk das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, als wir übten, dann haben wir natürlich viel Schrott produziert. Am Anfang sind uns die Brote verbrannt oder so etwas. Und dann bin ich dann immer jeden zweiten Tag bin ich zum Zoo und habe die Elefanten damit gefüttert, mit den verbrannten Broten. Es war schön, eine schöne Zeit. Immer wenn ich durch den Zoo, durchs Gatter kam, dann machte der schon... So haben wir dann unsere verbrannten Brote abgeliefert, ja. Ach, da ist er. Aber ja. Wie geht das? Nein, es ist eine schöne Arbeit gewesen und das hat mich jetzt auch selber eben nochmal stark beeindruckt, obwohl ich manchmal das Gefühl hatte, ein bisschen lang. Ich weiß nicht, war der Ton, fand ich nicht ganz so in Ordnung. Naja, ist nochmal neu gemischt worden, wahrscheinlich ohne den Regisseur, aber trotzdem. Natürlich eine tolle Bildqualität zumindest. Ja. Ich wollte ganz gerne auch nochmal, bevor wir jetzt dann auf die Themen des Filmes kommen, nochmal drüber sprechen. Es ist so eine ganz starke Körperlichkeit in diesem Film. Also das ist richtig physisch manchmal spürbar, wie die Jungen nicht mehr mit ihren eigenen Gefühlen klarkommen und dann raus müssen. Und es hat so, und auch da, überhaupt der Backbetrieb als solcher, wenn sie da wuchtig diese Sachen hin und her wuchten. Und am Schluss diese Szene im Supermarkt, ja, Da lebt das eigentlich zuerst mal von ihrer Mimik. Ja, da wird sowas die ganze Zeit aufgebaut, dann sehen sie diese abgepackten Brote und dann merkt man, jetzt tut sich was in diesem Bäcker. Ist das genau dieser Kontrast, der bei Ihnen ein starker Teil auch Ihres gesamten Werkes beeinflusst? Als was? Dieses Körperliche gegenüber dann und dann dieses Mimische in besonderen Elementen nochmal besonders hervorzuheben? Ja. Das ist schwer zu erklären. Aber da fällt mir zum Beispiel ein, dass ich am Abend vorher in Alicante gedreht habe. Ich habe das vorhin vorgelesen. Das war von, wie heißt es denn jetzt? Ich komme jetzt nicht drauf. Stefan Andres, Wir sind Utopia. Das hat mir abgedreht und ich bin am nächsten Tag mit der Maschine zum ersten Drehtag Brot des Bäckers geflogen worden. Von Alicante nach München, also der Film von hinten angefangen zu arbeiten. Passiert ja oft, dass man einfach die Motive nicht zur Verfügung hat und dann das war. Und ich werde das nie vergessen, dass ich eine Wut hatte. Ich habe nicht geschlafen und gar nichts.
Und dann kriegte man so ein wunderbares Motiv und er sagt, du kannst jetzt alles kaputt hauen. Yes. Das war Spaß. Das war wunderbar. Wir haben ja gar nicht alles gesehen, was dann. Ich weiß nur noch, dass der Produktionsleiter rumrief und sagt, nicht die Kühltruhe bitte. Die wird zu teuer. Und die Torten drin waren. Ja, ich habe da reingehauen damals. Das war so mein erster Drehtag für diesen Film. Damit fing das an. Danach hatte jeder verrückt, Respekt, ne? Ja. Sehr gut. Nein, also die Aktualität des Films haben wir vorhin angesprochen und das sind sicherlich auch so ein paar Themen, die eigentlich bis heute aktuell geblieben sind. Das fängt vielleicht an mit der Mindestlohndebatte, ne? Wenn es dann heißt, der Bäcker lebt nicht nur vom Brot allein, sondern auch von den Gesellen. Das ist ja bis heute ein Thema. Jetzt haben wir gerade den Mindestlohn. Aus, ja. Ist das was Sie jetzt auch da so drin wiedererkennen? War das damals schon so? Ja, das ist schon aktuell, nicht? Ja, na klar, das ist so ein... Auch ich mache heute noch einen Bogen um jeden Supermarkt, nicht? Also ich. Tatsächlich? Ja, ich bin da Bäckermeister geblieben. Ja. Hol mir lieber meine Brötchen bei meinem Bäcker um die Ecke dann. Das wunderbar. Ja, es gab jetzt gerade in der Süddeutschen, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es mitbekommen, eine große Aktion, dass sämtliche Bäckereien, die in Deutschland noch selber backen, dort verzeichnet sind. Da kann man im Internet zum Beispiel seine Postleitzahl eingeben und sieht alle, die im Umkreis da noch was machen. Und das ist wirklich selten geworden. Ich habe mal reingeschaut, in dem Jahr, als wir gedreht haben, gab es 35.000 Betriebe, Bäckereien und heute, 2013, nur noch 13.000. Also da sind wirklich 23.000 Bäckereien nochmal weniger gewesen und das hat man damals quasi schon so richtig vorausgeahnt, als es gerade anfing. Ja, damit. Also wirklich erschreckend. Ja. Gleichzeitig wird ja auch gesagt, ja, es wird immer Brot konsumiert, gegessen wird immer. Heißt es im ja. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach? Oder kann man diesen Trend nochmal umkehren in irgendeiner Weise? Oder ist das nicht mehr aufzuhalten? Das kann man nicht mehr umdrehen. Das läuft und es wird Zeit, dass man, also ich möchte am liebsten auswandern. Also wenn man das sieht, wie sich das weiterentwickelt, alles, das ist doch schrecklich, das ist doch grauenvoll. Wenn die Leute mit ihren Karrenwagen da rumfahren in den Supermärkten und es ist doch erschreckend, ja. Aber bitte nicht vergessen, die ganze Bio-Bewegung, das kommt alles danach. Was sagt er? Die Bio-Bewegung, die danach kam, die soll man nicht vergessen. Ja. Das ist doch wunderbar, was dann entstanden ist. Ja. Die haben ja recht, die jungen Leute am Ende. Ich dachte, die jungen Leute am Ende hätten recht gehabt. Ist das? Ja, natürlich. Der Text war schon in Ordnung, ja. Ich würde sogar jetzt mal noch einen Bogen schlagen, auch gerade zum ganz anderen Bereich, nämlich dem Kino. Ja, also das Bäckereisterben, heute haben wir das Kinosterben. Gerade die Programmkinos, da gibt es jetzt die großen Multiplexe, die haben jetzt die Schwierigkeit, sich dagegen noch weiter durchzusetzen. Und auch da gibt es jetzt erste Ansätze von, man versucht sich genossenschaftlich zu organisieren. Also wirklich genau wie in diesem Film vor 40 Jahren erzählt. Ganz faszinierend. Wie stehen Sie dazu? Sehen Sie das? Verfolgen Sie Kino noch heute? Gehen Sie ins Kino noch? Nein. Also nein, kein Kino. Nein, ich komme nicht dazu. Ich sollte viel Kino machen. In der letzten Zeit bin ich dazu gekommen. Auch Fernsehen habe ich gar nicht gemacht. Ganz wenig. Also ich bin auch hier mit dem Krückstock unterwegs. Ich habe mir gerade ein neues Kniegelenk einbauen lassen. Nicht, das ist auch so eine Entwicklung, ja. Und aber das funktioniert tatsächlich und darum bin ich noch ein bisschen unsicher gewesen. Aber ich bin nicht ins Kino gegangen in der letzten Zeit. Ich bin zur Berlinale in Berlin immer wieder eingeladen und freue mich dann auch, dass ich das sehe. Aber ich finde, dass so wahnsinnig viele Filme produziert werden, die ich weiß nicht, was die bedeuten, wozu die produziert werden. Also hier, speziell auch bei uns in Deutschland, finde ich. Okay. Dass wir eine ganze Menge, es gibt eben solche Themen, wie wir sie jetzt hier heute Abend hatten, das könnte man noch alles aufgreifen. Wir haben noch so viele Dinge und dann wird dann ein fürchterliches, solche Unterhaltungsgeschichten, die da gemacht werden. Ich halte die wir haben es ja beim Fernsehen so. Ich reg mich immer darüber auf, dass wir... da diese vielen Leichen jeden Tag haben. Und wir haben also zur Unterhaltung haben wir jetzt jeden Tag haben wir mindestens 15 Morde. Ne? Die müssen wir dann haben zum Abendbrot. Und das ist so,
so eine Sache. Und wenn ich ins Kino gehe, dann langweile ich mich, also wirklich für einige Produktionen, und überlege, ob man das Geld eben dann, was da für die vielen kleinen Filme rausgegeben wird, ob man das nicht irgendwie konzentrieren kann für eine richtige, große, tolle Sache. Aber das ist alles Sachen, ich bin jetzt 85 und ich habe also, lass die mal machen, da die Jungs. Obwohl, hier sind zwei Jungs dabei und wir haben gerade in Frankfurt gedreht. Wo sind denn meine Freunde? Da sind sie beide. Das hat mir so unheimlich gefallen. Da kommt dann plötzlich ein Anruf. Wir haben da ein Projekt vor, ein Film gegen rechts. Und so, ich sage, oh ja, schön, wo? Frankfurt. Die Jungs haben ein Drehbuch geschrieben mit dem Titel Sein Kampf. Ja, und es würde... Ja, wir brauchen Sie, Herr Lamprecht, wenn Sie können. Wir brauchen also einen Mann, der Auschwitz überlebt hat, einen Berliner Juden, Geschäftsmann, der in die Schulklassen kommt und den Jugendlichen versucht zu erklären, was denen damals widerfahren ist. Das war der Inhalt. Der ganze Film sollte, glaube ich, 16 oder 17 Minuten lang werden. Und diesen Film haben wir dann, und da ist der Regisseur und der Produzent, die beiden Jungen, die sitzen dann da. Und das war so wunderbar, was wir uns da erarbeitet haben. Wir haben noch Geld von zu Hause mitgebracht, aber wir haben den Film gemacht. Und der war auch sehr erfolgreich, wie ich gehört habe. Der ist im Ausland jetzt. Diese 15, 16 Minuten haben wir hier in Frankfurt gedreht, ich glaube für 3,60 €. Ich übertreibe jetzt schamlos. Also ganz, ganz, es wurde zusammengeholt, das Geld von allen Ecken und Kanten. Ich habe sogar noch geschafft, dass ich von Klaus Steck, von der Akademie in Berlin noch 10 Mille bekommen habe, dass da noch mit reingeflossen ist. Und der ist tatsächlich im Ausland gelaufen, dieser Film. Und passiert, geht nach Kanada. Dann wird er plötzlich in Kanada gesehen, dieser Film. Unter anderem, und dann gibt es einen ganz großen Regisseur, einen Filmregisseur, der heißt Etem Egoyan. Etem Egoyan sieht den Film und sieht mich und ruft mich an und sagt, wollen Sie nicht zu uns nach Hollywood kommen? Wir haben einen tollen Film. So ist das passiert. Ja, dann habe ich den Film bekommen. Ich habe den Etem kennengelernt in München, ein toller Mann. Übrigens ist auch so eine Sache als Regisseur, nicht? Wenn man also als Schauspieler einen neuen Regisseur kennenlernt. Also wir mochten uns. Ich sah den und sagte, Mauer. Ja, sagt er, ich habe nur ein Problem, die Rolle, die Sie spielen müssen, die ist 90. Sagte er, Sie haben gesagt, Sie werden 84. Sagte er, ich glaube Ihnen das nicht, Ende 70 und dann raus hier, das geht nicht. Jedenfalls habe ich die Rolle bekommen in Kanada. Mein Gegenspieler war Christopher Plummer und eine richtige tolle Hollywood-Rolle. Jetzt, in diesem letzten Jahr. Vertrag unterschrieben und ich wollte anfangen und kriegte plötzlich eine Gürtelrose. Eine Gürtelrose im Knie. Ja, das war so unheimlich schmerzhaft. Mein Rücken ging auch kaputt und ich habe die Rolle leider nicht spielen können. Der Film heißt Remember und ist abgedreht inzwischen. Und ich war jetzt 6 Monate in der Klinik, bin gerade jetzt frisch wieder raus. Fangen wieder an zu laufen, dazu gehört das alles. Aber der Ursprung ist hier in Frankfurt von meinen beiden Freunden, die da sitzen und den Film einfach produziert haben. Und wir haben alle auf Gage verzichtet erstmal und versucht, dass wir da was zu schreiben. Und da haben wir ein tolles Thema, nicht? Das war gegen, einfach so, wenn man sagt, so gegen rechts. So, ja, na klar, waren wir gegen rechts. Und das war toll in dem Film, dass dieser alte Mann, der da sitzt und versucht, den jungen Leuten in der Schulklasse zu erklären. Und dann sind da so drei solche jungen Neonazis in der Klasse und die fangen an, den Alten einfach aufzumischen, wollten sie. Unangenehme Sache. Ja, aber er reist dann ab, er hat was geschafft, er hat jedenfalls einen, konnte er umkehren von den drei Nazis. Und das ist so schön. Das war eine Sache, da habe ich im Stillen gedacht, das ist ein Thema, das ist eine Geschichte, da müssten wir einen großen Film machen, ne? Um dann zu sagen, ja, da sind dann die Themen, haben wir ja. Jedenfalls ganz wunderbar, dass Sie wieder
auf den Beinen sind und dass sie heute hier sind. Also das ist ganz großartig. Und ich hoffe, dass sie auch noch ganz viele große Angebote bekommen, wenn sie das wollen. Komisch, wenn sie das wollen. Aber wir möchten das Gespräch auch nicht alleine führen. Also es ist auch Ihre Zeit, Ihre Gelegenheit, Fragen an Günter Lamprecht zu stellen oder auch, wie Ihnen der Film gefallen hat, können Sie gerne äußern. Geben Sie einfach ein Zeichen, dann kommt mein Kollege mit dem Mikrofon zu Ihnen. Naja. Es geht auch über den Film ja hinaus. Spät. Da ist direkt die erste Frage und dann da oben. Ja. Aha. Guten Abend, Günther. Hallo. Ich wollte mich mal erkundigen, dieser Bernd Täuber heißt er, glaube ich. Tauber. Dessen Name war mir gar nicht geläufig vorher. Und vielleicht bin ich einfach ein sträflicher Lindenstraßenvernachlässiger, aber ich kenne ihn auch daher nicht. Gibt es irgendwelche Informationen, was der Mann danach gemacht hat? Lebt er noch? Arbeitet er noch? Und also mich hat der ganze Gestus von dem, wie er sich verhalten hat, in den groben Momenten jedenfalls so ein bisschen an diese frühen Momente von Malcolm McDowell erinnert. Aus If von Lindsay Anderson. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Günther. Also der hat im Boot mitgespielt auch zum Beispiel. Im Boot war er mit drin, der Bernd. Und der hatte danach einiges zu tun, auch in Tatorten und solchen Geschichten. Aber ich weiß, dass er sich zurückgezogen hat und macht nur noch Theater irgendwo. Also genau. Überwiegend, glaube ich, sogar so eine Art Tourneetheater. Er ist viel unterwegs, glaube ich. Ich habe ihn lange nicht gesehen, irgendwann vor 4 Jahren mal irgendwo. Ja, da ist ja dieser Film damals, ich habe ihn damals nicht gesehen. Der ist in Berlin zur Berlinale gelaufen. Da. Ja, was haben wir? Ja, ist doch die nächste Frage schon. Aber ich wollte noch sagen, er hat in dieser Lindenstraße nicht nur eine Rolle gespielt, sondern hat da Fernsehgeschichte sogar geschrieben, denn er war der erste HIV-Kranke im deutschen Fernsehen, der da wirklich so angelegt wurde und dann auch daran verstarb. Also das ist, glaube ich, auch nochmal was ihn auszeichnet, dass er sich vor solchen Rollen auch nicht gescheut hat. Ja, hier ist die. Ja, guten Abend. Ich wollte nur sagen, was mich jetzt auch noch an dem Film fasziniert hat, die Langsamkeit, ja. Das war total toll. Das hat man da noch ganz zum Schluss am Abspann gesehen, dass die Schrift groß war, lesbar war und dass man fast alles lesen konnte. Ja. Und also das fand ich einfach auch, wollte ich jetzt noch mal sagen dazu. Ja, auch ich finde, die Langsamkeit wird noch, oder dieses Gefühl wird nochmal verstärkt, wirklich durch die Musik. Das war eine ganz besondere Gruppe, Condor hießen ja, die. Ja. Die hatten schon bei Wim Wenders die Musik gemacht, bei Im Lauf der Zeit, direkt davor. Also, wenn Ihnen das gefallen hat, schauen Sie sich den auch mal an, der lohnt sich, glaube ich, sehr. Hier ist die nächste Frage. Ja, Herr Lamprecht, ich würde gerne wissen, was ist mit dem Dialektalen? Sie haben sich da ja nicht eingefügt in die Landschaft. Ist das sozusagen ein Konzept, dass Sie bei Ihrem Hochdeutsch im berlinerischen Tonfall dann immer bleiben? Ich müsste es jetzt wahrscheinlich wissen, aber könnten Sie auch den fränkischen Dialekt sprechen? Könnte ich was? Den fränkischen Dialekt sprechen. Nein, würde mich auch nicht bemühen. Nee, darüber möchte ich schon was wissen, weil das ja eigentlich zum Ehrgeiz des Schauspielers gehört, sozusagen sich einzufügen in jegliches Milieu. Und das wollen Sie aber offensichtlich ja nicht. Und ich würde auch doch gerne wissen, warum. Ja, weil das wäre lächerlich, wenn ich mir da jetzt irgendeinen Dialekt zulegen würde. Das kann ich nicht vertreten, das würde ich gar nicht schaffen. Der Dialekt, der ist ja so in den Menschen drin, das kann ich gar nicht. Also ich bin Berliner und bin zufrieden, dass ich Hochdeutsch sprechen kann fürs Theater. Ne? Ja. Es ist ja auch schon schwierig, überhaupt in einer anderen Sprache zu drehen. Ich hatte damit Probleme. Jetzt zum Beispiel, wenn das geklappt hätte, ich hatte die Texte ja schon bekommen und musste dann in Englisch lernen. Das kam mir aber dann zugute, weil die Figur, die ich spielen sollte, der war deutscher Abstammung. Nicht? Also ich hätte den Akzent, konnte ich mir erlauben. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Wir werden ja, also zum Teil werden ja viele Schauspieler gar nicht richtig beschäftigt drüben in Amerika. Deutsche meine ich jetzt, wenn die nicht wirklich einwandfrei das amerikanische Englisch sprechen. Da sind also ein paar Ausnahmen. Und dann, ich weiß, dass zum Beispiel der vom Boot, der Jürgen Prochnow,
Der war der Einzige, der sich ins Englische synchronisiert hat, als der Film nach Amerika kam. Ansonsten wurden alle Figuren, die deutschen Schauspieler wurden alle amerikanisch synchronisiert. Ne? Aber das ist jetzt wieder was anderes. Das hat ja nichts mehr mit dem Dialekt zu tun. Aber einfach die Schwierigkeit, sich auszudrücken, auch in einer anderen Sprache. Und ist nicht so einfach. Was ich in dem Zusammenhang auch sehr spannend finde, ganz kurz, der Film war im Ausland ein unglaublicher Erfolg, viel größer noch als in Deutschland. Gerade in Großbritannien kam der unglaublich an, habe ich gelesen. Ach. Ja, ja. Haben Sie da eine Erklärung für? Weil Sie haben sich irgendwann mal auch darüber geäußert, für solche Filme ist in Deutschland irgendwie zu wenig Kenntnis, zu wenig Wahrnehmung, dass sowas auch tatsächlich große Kunden. Naja, das stimmt schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an, den hatten wir ja auch mal angedacht, dass wir den hier eventuell zeigen, den Film Milo Baros, der stärkste Mann der Welt. Ne? Ja, das, wir haben das gedreht und dreiviertel Jahr gearbeitet wie die Verrückten und dann war das ein Flop. Ja, waren also die Premiere war in Köln, noch zwei Kinos und dann war Schluss. Aber ins Ausland ist der nicht gegangen. Aber dieser hier ist ins Ausland? Das wusste ich nicht. Also es gibt einige Pressekritiken auch. Der Guardian lobt den über die Maßen zum Beispiel. Ja? Also ich kenne nur den großen Erfolg vom Alexanderplatz draußen. Den habe ich also so erlebt in Amerika und in Frankreich. Der war sensationell. Das war wirklich toll. Da wurden Sie mal auf Händen aus dem Kino getragen. Ich auf Händen aus dem Kino getragen. Jawohl. Am Broadway. Ja, hier war eine Frage. Ja, ich wollte noch an. Das war doch die Zeit, als noch am Schneidetisch sehr viel gearbeitet wurde. Ja. Fast überhaupt kaum elektronisch. Glaube und nicht. Insofern ist das ja noch ein wirkliches Meisterwerk, weil über die vielen Einstellungen, das Wissen, das Vor- und Zurücklaufen am Schneidetisch, dann nochmal wieder ranzugehen, eine ganz andere Handarbeit und Guckarbeit ist, um ihn zu produzieren, den Film, als wenn ich so ein schnelles, huschendes Fernsehbild habe, zack, ist es da, zack, weg. Hier muss ich wirklich sehr sorgfältig auswählen aus den Filmstreifen, das einlegen und machen. Das ist ja eine ganz andere Filmarbeit und ein ruhiges Sehen und Gucken und Auswählen, ganz anderer Art, als wir das heute kennen. Und das ist hier noch zu sehen und das war ein Meisterwerk. Vielen Dank. Wie beim Backen eigentlich, ne? Na, dann machen wir doch Schluss jetzt. Nein. Entschuldigung, ich muss nochmal nachfragen wegen dem Berlinerischen, weil Sie sich ja auch so dazu bekannt haben. Ich habe in 80er und 90er Jahren in West-Berlin gewohnt und ich war immer wahnsinnig verwirrt und erstaunt, wenn man in Osten rüberging, wie völlig anders gesprochen wird. Also das Berlinerische hört sich. Und nach 89 sind dann ja sozusagen diese Bevölkerungsgruppen sich frei begegnet und man hat das wirklich gehört, dass die Ostberliner bis weit nach Brandenburg rein eine völlig andere Sprache sprechen, obwohl das für vielleicht Externe was Ähnliches wäre. Mhm. Können Sie was sagen? Ich meine, Sie sind ja sozusagen berlinerisches Kind vor einer Trennung der Stadt und können Sie etwas sagen über den Ursprung? Das geprägt, ne? Absolut, ja. Wir im Westen drüben, in West-Berlin, wir waren doch schon ganz schön amerikanisiert. Ne? Und die drüben, die haben da wirklich den Ursprung, dieses Berlinische, erhalten und behalten. In Ost-Berlin, auch in der Mark Brandenburg. Und wenn ich Sie nochmal fragen darf, zu Ihrem Gehör für das Berlinerische spielt dabei die Tradition der 20er, 30er Jahre auch eine Rolle, wo das Berlinerische sozusagen auf den Kleinkunstbühnen und in der Theaterliteratur auch Claire Waldorf und so gepflegt worden ist? Also spielt es für Sie, haben Sie das sozusagen im Ohr als künstlerische Sprache Berlins? Naja, das ist ja schon tatsächlich so, dass ich bin ja nun Jahrgang 30. Nicht? Und in meinem Umfeld als Kind wurde natürlich Berlinert. Und das war das Berlinische, auch schon die Döblinsche. Also wenn wir wollen, das ist mir sehr entgegengekommen natürlich in der Arbeit am Alexanderplatz. Ne? Denn also meine ganze Verwandtschaft und mein Umfeld, die waren alles
waschechte Berliner und die sprachen diesen Berliner. Aber was Sie eben gesagt haben, ist richtig mit der Mauer dazwischen. Das hat sich da drüben ganz anders gehalten, der Berliner Dialekt. Was ja auch spannend war, der war 4 Jahre vor Berlin Alexanderplatz, ne, den wir gerade gesehen haben. Das ist 4 Jahre später erst gedreht worden. Was noch später, glaube ich. 79? Nee, 79 haben wir angefangen, genau. Alexanderplatz, ja. Und das ist ja auch was, wirklich, Döblins Sohn hat ja irgendwann mal gesagt, also sein Vater muss sie wohl im Kopf gehabt haben. Das ist ja wirklich ihre Paraderolle dann gewesen. Ja, dann erzähle ich kurz noch eine kurze Geschichte. Gerne. Wir waren in Paris und der Film wurde erster Teil wurde vorgeführt vom Alexanderplatz. Es ist ein großes Kino oben im Montmartre. Kommt ein ganz berühmtes Kino. Ein Riesenkino. Anschließend, so wie wir hier sitzen dann etwa 8 Leute, verschiedene Zeitungen, und es wurde über diesen Film gesprochen. Und ich verstand kein Wort natürlich, das Französische. Ne? Und irgendwann kriegte ich aber doch mit, dass da irgendwas über mich stattfand. Also da saß dann plötzlich ein Mann, der heißt Döblin. Aha, das war also der Sohn, der lebte noch. Den lernte ich dann kennen. Und der hat diesen berühmten Satz gesagt an dem Abend, der Günter Lamprecht muss schon im Kopf meines Vaters existiert haben, als er den Alexanderplatz geschrieben hat. Naja, ich habe das übersetzen lassen, nicht? Wahnsinn, nicht? Wenn man das hört. Und ja, danach haben wir noch ein bisschen Kontakt gehalten, eigentlich bis im vergangenen Jahr. Ich muss da wieder mal rüberfahren. Und wir verstehen uns sehr gut, noch immer, mit dem alten Döblin und der Lamprecht. Das ist so meine Zeit gewesen. Das ist noch eine Frage. Noch eine Frage. Ich wollte nur noch mal was zum Inhalt des Films sagen. Ich komme aus einem Bäckereihaushalt und konnte diese Situation. Und also bitte? Was für ein Haushalt? Aus einem Bäckereihaushalt. Vater war Bäckermeister. Ah. Und wir hatten eine Bäckerei und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist wie ein Stück meiner eigenen Geschichte, die da abgespielt worden ist. Es ist sehr realistisch gewesen, die ganzen Debatten um Erneuerung, große Maschinen anschaffen, wie viel Geld kostet das, rentiert sich das, und auch die Debatte oder die Diskussion, die Sie geführt haben, die Argumentation, ich möchte eine gute Ware haben. Ich möchte nicht irgendwas Schnelles, was nicht schmeckt. Der Sauerteig wurde noch selbst gemacht. Also alles ganz realistisch geschildert und auch die Notsituation von kleinen Bäckereien und Großbäckereien. Und insofern unterstütze ich Ihre Aussage, dass man nicht in diesen Großmärkten diese Billigproduktion, die in China oder sonst wo hergestellt wird. Und ich bin froh, dass es jetzt so eine Entwicklung gibt, nicht nur bei den Biobäckern, sondern auch bei anderen, dass man wirklich wieder auf Qualität Wert legt. Und auch dafür war dieser Film sehr schön. Dankeschön. Da kann ich eigentlich nur noch ein Schlusswort dazu sagen, nämlich von der Financial Times, die damals geschrieben hat, was Moby Dick für den Walfang ist, ist dieser Film fürs Brotbacken. Ja. Ganz herzlichen Dank, Günter Lamprecht. Schön, dass du da warst.